Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde World War II Stalingrad. Und zeitlich sind wir jetzt Zug 7, das bedeutet 10 Uhr am 28. Juli 42 und ich bin entspannt. Ich bin entspannt, was mir der Russe hier noch entgegengesetzt zu setzen hat. Wir können gleich mal weitermachen, wieder im Norden, wie üblich, bei der 305. Infanteriedivision. Die bleibt hier erstmal stehen. Ich habe jetzt hier oben nach wie vor nicht vor, irgendwelche Angriffsoperationen zu starten. Ich schaue jetzt trotzdem bloß mal, dass unsere Verteilung hier noch in Ordnung ist. Wir haben hier, okay, das Pack-Bataillon. Ist die Frage, ob wir es nicht weiter südlich brauchen. Hier kommt eine russische Einheit, ein russisches Panzerbataillon. Aber ich würde mal sagen, die 100. Jägerdivision steht relativ gut da. Was mir nicht gefällt, ist, dass hier noch eine relativ große Lücke ist. Wir ziehen die beiden Einheiten hier noch runter. Pack haben wir da keine, das heißt, hier dürften die Panzer erstmal nicht durchkommen. Hier sind sämtliche Regimenter von der 54. Jägerregiment mit drin, die Bataillone vom 54. Jägerregiment mit drin. Das passt auch. Und hier unten im Anschluss haben wir hier schon die 376. Infanteriedivision, die übernimmt die ab hier und die muss einen ziemlich großen Abschnitt bis zum Süden runter übernehmen. Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, ob sie das auch wirklich schaffen und halten können. Was haben wir hier? Ein komplettes Regiment. Ah, das war eh die 100. 376. Was haben wir hier? Ein Infanterieregiment, ein Pack-Bataillon. Zwei Infanterieregimente hier. Ich lasse mal meine Bataillone hier stehen. Die könnten wir vielleicht noch ein Stück nach vorne ziehen. Schauen wir mal. Interessant wird es hier. Es sind Einheiten, der müsste die 4. Panzerarmee sein. Der Sowjets. Und wir haben hier drei Panzerbrigaden. Das ist natürlich eine Menge. Wo ist denn unsere Pack eigentlich? Hat die 376. Pack. Die haben keine Pack. Schlecht, schlecht. Da muss ich also mit irgendwelchen Unterstützungseinheiten noch schaffen. Ist nun fraglich, wie wir die hier sichern, die Einheiten. Ich mache das jetzt mal so, dass ich volle Unterstützung gebe im Fall eines Angriffs auf diese Einheit hier. Und die, ich vermute, wenn, dann müsste er eh mal irgendwann Richtung Westen abdrehen. Naja, also zufrieden bin ich da oben nicht. Kann man so nicht sagen. Schauen wir mal weiter in Richtung Süden. Gut, hier ist es die Entscheidung zu fällen. Wir haben ja mittlerweile die Einheiten ein bisschen noch gemischt. Wir haben hier Einheiten der 60. motorisierten Division und der 3. motorisierten Division und eine der beiden Divisionen wird so lang hier hinten die 113. glaube ich ist es, oder? Wo sind sie denn? Hier hinten. Genau, solange die Jungs hier von 113. Infanteriedivision noch mit der Räumung des Kessels beschäftigt sind, kann ich sie nicht im Osten hier einsetzen im Verbund mit der 376. Deswegen wird dieser Bereich, muss hier noch abgesichert werden durch eine meiner motorisierten Divisionen, die ich ja im besten Falle eher hier unten im Süden sehe, damit sie hier den Durchbruch schaffen. Aber dafür ist noch nicht Zeit. Wir werden die 3. motorisierte abziehen und die 60. hier oben stationieren. Schauen wir mal, welche Einheiten sind denn bereits von der 60. hier? Oder muss ich die 3. hier stehen lassen? Ich meine, ich sag's mal so, die sind zumindest eingegraben. Ja, die sind zumindest schon mal eingegraben. Es wäre eigentlich blöd, die ist nicht eingegraben, aber die Einheiten hier sind eingegraben, teilweise zumindest. Ja. Hier das 8. motorisierte Infanterieregiment ist eingegraben. Vielleicht lassen wir die dann doch da. Lassen wir die 3. hier oben. Die Übergänge über den Don kriegen wir natürlich nicht zu, die sind noch zu weit im Osten. Wir haben hier oben natürlich die 3 Übergänge über den Don und hier in diesem Bereich, ebenso hier drüben. Aber so weit können wir nicht vorrücken. Schön wäre es, die Linie bei Goloban abzuschließen. Da möchte ich auch hin. Also bis dahin möchte ich auf alle Fälle vorrücken. Ist die Frage, ob wir jetzt hier schon, ob wir hier angreifen sollten. Wahrscheinlich nicht. Warum haben denn die hier gar nicht keine Reichweite? Ah, die sind vom Akku. Ja, die stehen auch zu weit weg.
Okay, die Entscheidung ist nicht so einfach. Die 60. ist auf dem Weg, die 60. ist auf dem Weg nach Süden. Die sind halt ja auch alle von der dritten. Wie weit kommen wir denn mit den Einheiten von der 60. Schauen wir mal. Nicht so viel. Wo ist denn der Rest? Wo ist der Rest von der 60.? Haben die bloß noch ein Infanteriebataillon? Das kann doch nicht sein, oder? Oh. Das muss ich jetzt nachschauen. Das benutze ich viel zu selten. Wo ist es? Hier. Kann ich nicht nachschauen. Sechzigste. Eins. Doch, müssten drei haben. Spinne ich jetzt? Wo sind die Einheiten von der 60.? Ach, okay. Zwei, drei. Ja, da haben wir es. War jetzt quasi bloß auf dem falschen Dampf, weil wisst ihr was, ich gebe hier dem Hauptquartier, wir weisen hier tatsächlich Treibstoff zu. Wir haben davon zwar nicht viel, aber die 60. muss jetzt dringend und schnell runter Richtung Süden verlegt werden. Ich frage mich sogar, ob ich die nicht sogar per Straße verlegen kann. Ja, kann ich. Dann machen wir das auch. Ich werde die allerdings jetzt tatsächlich erst etwas weiter hinten positionieren und dann nach vorne ziehen, dass wir nicht in einen Hinterhalt des Feindes geraten können. So. Die gehört zur 60. Ich ziehe jetzt mal hier runter und dann... Na, also heute... Heute hängt es bei mir irgendwie. Ziehen wir die mal ein bisschen weiter runter. Von der 60. Dann haben wir hier die Artillerie. Ah ja, da oben haben wir noch einen Verband. Ist die Frage. Wisst ihr was? Das sollen die Nachzügler machen. Ich werde die Einheit jetzt erstmal hier verlegen. So. Die Pack gehört zur 60. Komme ich bis ganz runter? Ja. Komm, wir verlegen die dahin. Wie wär's denn mit der Bewegung? Ah, die kann ich genauso weit verlegen. Allerdings möchte ich nicht alle verlegen. Ich muss ja hier auch noch aufpassen. Ich muss doch hier auch noch aufpassen. Wir haben ja hier schon Einheiten der ersten Panzerarmee, die ja durchgebrochen sind. Sieht es denn da aus? Haben die Nachschub? Eine gute Frage. Die dürften eigentlich keinen Nachschub haben. Nee. Die haben keinen Nachschub. Das heißt, ich muss die natürlich irgendwie angehen. Schauen wir mal mit unseren Packs zusammen mit dem Infanteriebataillon. Was haben wir da? 1 zu 3,4. Nee, das machen wir rückgängig. Puh. Und am Anfang sage ich noch einfache Entscheidungen heute. Dem ist nicht so. Und zwar ganz und gar nicht.
Datum, wir verlegen die jetzt mal hier runter. Dann gehören die beiden Einheiten auch noch zur 60. mit dazu. Artillerie. Was steckt hier noch drin? Ah, die können alle zur 60. hier. Gut. Bewegen wir den ganzen Stack. Abgrund hier noch nachziehen. Artillerie rüber. Es müsste es gewesen sein. Dann ist die Entscheidung gefallen, dass die 60. in den Süden kommt und die dritte wird hier oben die Verteidigung übernehmen. Sieht's denn aus? Versorgung ist jetzt nicht optimal. Ich glaube, ich lasse die Einheiten hier einfach direkt stehen. Dann könnten eigentlich sämtliche Einheiten, die hier zum Artilleriekommando 129 gehören, auf die Verteidigung hier legen. Die Pack muss ich doch noch rausziehen. Puh. Da weiß ich sicher jetzt tatsächlich mit der 376. noch ein Stück weit Richtung Norden ab zuerst. Wir haben hier die Pack noch. Ne, die Pack. Die Pack ziehen wir sogar lieber noch nach oben. Gut. Dann Abwehrfeuer auf die Einheit hier. Jetzt müsste es passen mit der Versorgung. Ja. Das heißt, wir bleiben hier statisch, lassen den Gegner auf uns zukommen. So, die Artillerie hier. Puh. Fällt mir ungewöhnlich schwer, heute die Entscheidungen zu treffen. Ein ganzes Regiment hier. Wäre fast schon interessant, dem Gegner hier in den Rücken zu fallen. Allerdings könnte uns natürlich dann auch in den Rücken fallen. So ist es nicht. Bringen wir die Infanterie hier noch ran. Auch hier werde ich jetzt erstmal nicht angreifen. Wir haben hier eh bloß eine Bereitschaft von 59. Ich schaue mir an, was die Sowjets hier mit ihren Panzern machen. Ist mir tatsächlich noch ein kleines Rätsel. Wir schauen uns mal die Kontrollzonen an. Ist dicht. Ja, unten muss ich halten. Sind die eingegraben? Ja, das Maschinengewehrbataillon ist eingegraben. Haben hier eine Panzerbrigade, zwei Infanteriebataillone. Ja, da steht natürlich echt einiges. Ich lasse die hier zurückfallen. Die sollen sich eingraben. Kriege ich noch Pack mit nach vorne? Wahrscheinlich nicht, gell? Wir werden jetzt hier Unterstützungsfeuer geben für den Fall eines Angriffs. Kriegen wir auch nicht weiter nach vorne. Ja, die 60. wird dann hier ablösen. Dritte motorisierte. Okay, lass mal so stehen. Und dann schauen wir weiter hier unsere Offensivkräfte. Die 16. Panzerdivision ist momentan die einzige Einheit oder der einzige Großverband, der tatsächlich eher mit offensiven Operationen betraut ist. Da hatten wir das Problem, dass wir keinen Nachschub mehr haben, gell? Ja, genau. Weil uns hier die zwei Flakbataillone reingerutscht sind. Das bedeutet, wir müssen die hier rauskriegen. Oh, das ist bitter hier. Kann ich nur so lassen. Wir müssen schauen, dass ich... Wir müssen schauen, dass ich die Einheiten hier rausbekomme. Moment. Den machen wir rückgängig. Und zwar lassen wir den Einzug warten. Wo ist er? Lass die nämlich gemeinsam angreifen. Warten.
Können wir nochmal einmal warten. So, dann müssten die beide jetzt beide 6 Bewegungspunkte haben. Genau, haben sie. Ah, ich komme bloß mit einer Einheit rüber. Das ist ärgerlich. Die Frage ist, ob wir die Einheiten hier rausbekommen. 2 Flak-Bataillone. Auch schwierig. Gezielten Angriff kann ich hier nicht machen. Ziehen wir die Artillerie noch nach. Was hat die für eine Reichweite? Hm. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde... Wo wird es denn am ehesten krachen? Das ist eine gute Frage. Ich sollte vielleicht einzelnen Einheiten mehr Munition zuweisen. Ah, das ärgert mich hier unten. Wisst ihr was? Ich weise dem jetzt mehr Munition zu. Einfach nur im Falle eines Angriffs stehen die eh schon nicht so gut da. Ja. Müsste eigentlich bloß eine Einheit hier hinstellen. Was, das machen wir mit der hier. Damit müsste eigentlich das Problem behoben sein. Es sind durch die Kontrollzone wieder Einheiten drin. Ja, das müsste eigentlich ausreichen. Aber welche Einheit stecken wir denn jetzt in dem Bereich, dass wir die Luftabwehrbataillone da nicht in die Quere kommen? Nee. Da sind uns also quasi Hände gebunden. Da müssen wir stillstehen. Puh, gefällt mir nicht. Munition haben sie bekommen. Ich werde auch gleich schauen, ob ich irgendwas Kommandeure hier helfen können. Das ist fürs 14. Panzerkorps, das passt also. Ich würde mal sagen, wir legen das hier auf unsere Panzer. Der nächste Zug wird wahrscheinlich spannender, als ich mir das wünschen würde. Ich schaue gleich nochmal hier rüber. Jetzt machen wir erstmal hier bei der 44. Schön, das Schlimme ist ja, ich könnte ja langsam hier die Lücke zumachen, ja? Dass die Einheiten hier im Kessel stecken. Aber... gerade nicht, ohne Nachschub nicht. Wir werden jetzt hier auch keine... Wie sieht es denn aus mit der Aufklärung? Ja, wir können eigentlich schon über den Fluss vordringen. Wie weit geht unsere Aufklärung bis darüber? Ja, wir gehen ja nur langsam. Wir gehen nur langsam vorwärts. Wir haben es nicht eilig. Die sind vom 134. Regiment. 131. 134. Schmeißt mal die Regimente mal wieder zusammen hier. 131. Die ist auch noch von 134. Machen wir das so. Die sind von 131. Ziehen wir nochmal von 131. hier runter gegen die beiden sowjetischen Einheiten hier oben. Dann geben wir auch stumm Geschützunterstützung. Ja. Gut, und Angriffe hier über den Fluss. Das muss nicht sein. Braucht's nicht. Bereitschaft ist voll da bei den Einheiten. Ne, auch hier keine operative Hektik aufkommen lassen. Fragt sich, ob die 44. schon hier einen Bogen runter macht, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, schauen wir mal, dass wir den Kessel hier oben jetzt endlich auflösen. Haben wir jetzt 1,2:1. Machen wir dann einen größeren Angriff draus. 1,2:1, das ist natürlich noch nichts. Dann... ich mische tatsächlich jetzt die Einheiten. Ach, eigentlich hätte der ganze Stack angreifen können. 3,4:1.
Salz greifen an, 3,6:1. Habe ich hier noch Artillerie? Bin natürlich hier schon ganz schön. Ja, da haben wir noch Artillerie. Die greift mit einem 4,4:1. Tatsächlich würde ich sagen, nehmen wir uns noch Unterstützung mit dazu. Ich muss den Kessel jetzt mit Ischlein leer bekommen. Für den Angriff, nee, die hebe ich mir auf für, die hebe ich mir auf für wichtigere Fälle. Das wird schon klappen hier. Was hat man denn hier für eine Wahrscheinlichkeit? 4,4:1, das machen wir. Greifen an und das wird keinen Sinn machen, aber wird auch Sinn machen, doch. Nee, macht für mich keinen Sinn. Zieh die Pack hier noch ab. Und dann gehen wir hier mit den beiden Einheiten noch. Gut. Kessel. Maximal 2 Runden noch, dann ist er weg. Schauen wir das bei. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit den sowjetischen Einheiten? Die müssten ohne Nachschub sein. Die 2 Panzerbrigaden hier oben dürften keinen Nachschub mehr haben. Können ja mal schauen, was ein Angriff. Wir haben natürlich sehr gemischt, was hier zum Angriff bereitsteht. Wir nehmen mal den ganzen Stack hier und gehen mal hier auf die Hauptquartiere. 3,6:1. Ja, Artillerie habe ich jetzt keine. Doch, wir haben die Artilleriekommandeur 310, höhere Artilleriekommandeur 310 haben wir noch da. Da machen wir es so, dass wir dem auch Munition zuweisen. Dann ist die Artillerie um ein Vielfaches effektiver. Viermal genau gesagt. So. Und auch hier die weiteren schweren Artillerieeinheiten sollen sich um die Panzer kümmern hier oben. Können wir mal schauen, was ein Angriff bringen würde. 1:3,6. Ja. Nee. Angriffe machen wir nicht. Wir werden mit der Artillerie reinhämmern. Oder Luftangriffe. Offensichtlich sind die Einheiten hier noch nicht so abgesichert, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Schauen wir nochmal. Unsere Aufklärer ein bisschen weiter hier rüberziehen. Und dann haben wir hier noch die Pack von der 113. Ich ziehe die jetzt auch nach oben. Einmal wieder zurück. Und die 144. war eigentlich noch. Die 44. dachte ich eigentlich noch zum Absichern hier. Braucht es aber gar nicht mehr. Das heißt, wir können hier mit den Jungs auch schon wieder weiter ein bisschen offensiver werden. Okay. Ich glaube, so im Großen und Ganzen habe ich es. Unterstützungseinheiten wird es jetzt noch brauchen. Unsere Aufklärer von der 60. Die können wir hier hinstecken. Dann Artilleriekommandeur 145, die Artillerie hier. Die können eigentlich sämtlich für die Einheiten. Wir geben hier auch noch Unterstützungsfeuer im Fall eines Angriffs. Ja. Die Pack steht auch gut. Okay. Das wäre es dann gewesen mit meinen Offensivbemühungen. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir eventuell noch unterstützend für Luftangriffe hätten. Wir haben hier einmal die Stukas. Stukas auf Panzer, gell? Ich frage mich gerade, wo für mich die Situation am gefährlichsten ist. Tatsächlich würde ich sagen, hier oben im Bereich der 4. Armee, der sowjetischen. Hier lass uns mal die Stukas zu Hilfe nehmen. Bomber.
Mehr Stukas habe ich gerade gar nicht. Die nehmen wir noch dazu. Und einmal die Heinkel 111. Gut. Aufklärung. Wo werden Aufklärungsflüge angebracht? Natürlich tendenziell wieder hier in dieser Ecke. Plus, es wäre auch mal nicht schlecht zu sehen, ob noch weitere Angriffe jetzt hier im Norden zu erwarten sind. Exit. Und dann können wir noch unsere Logistik, unsere Command hier einsetzen. Intel. Große Reichweite. Wie sieht es denn hier aus mit der Aufklärung hier unten eigentlich? So, was, wir setzen hier nochmal unsere Aufklärung ein, die die Einheiten besser klassifizieren kann. Und dann setzen wir unsere Aufklärer mit der größeren Reichweite hier in dem hinteren Bereich ein, um zu schauen, ob noch was aus dem Bereich quasi nachfließt. Gut. Ich sollte vielleicht noch überprüfen, was haben wir denn hier eigentlich? Ja, die probieren wir den hier auch. Nochmal überprüfen, ob unsere Hauptquartiere entsprechend versorgt sind. Es gibt dafür auch einen Button. Ah ja, genau, da kann man die Hauptquartiere rauslösen. Die haben keinen Nachschub, klar. Jedenfalls erstmal nicht. Hier, das Hauptquartier von der 16. Panzerdivision hat natürlich ein Problem mit der Verteilung. Was auch klar ist, denn die Brücke ist gesperrt. Aber für die nächste Runde müsste es dann wieder passen. Die 60. Da passt's. Kann man hier schauen, wie es mit der Reichweite aussieht. Ja, sämtliche zu versorgenden Einheiten sind hier auch versorgt. Okay. Würde ich sagen. Passt. Ich schaue mir nochmal die Bewegungen an. Nicht, dass ich zu viele falsche Bewegungstypen gewählt habe. Nö. Sollte alles passen. Dann schauen wir uns an, was im Replay passiert. So, ich glaube, allzu sehr ins Detail werde ich jetzt da heute nicht gehen. Das bedeutet, da ja im Norden nichts passiert, gehe ich mit dem Zoom, mit der Zoom-Stufe einfach hier mal ein bisschen raus. Wir können jetzt hier unten im Kessel auch schon schauen, was jetzt hier passiert. Verteidiger zurückgezogen, 52 Mann verloren von 52. Das heißt, eine Einheit hat sich da mindestens aufgelöst, oder? Und der zweite Angriff, Einheit eliminiert. Gut. Dass wir hier oben dann endlich mal die Einheiten frei bekommen, die dringend weiter im Osten benötigt werden, vor allem im Raum Goluban. Hier oben haben wir einen Angriff bekommen, Bombardement. 35 Mann verloren durch schweres Artilleriefeuer. Keine Verluste angeblich hier auf sowjetischer Seite bei unserem Luftangriff auf die Panzereinheiten. Ich spule hier nochmal zurück. Hier wird es doch deutlich interessanter. Also Kessel ist jetzt so gut wie frei. Wie bewegen sich die sowjetischen Einheiten? Schauen wir erstmal den Sektor hier an. Hier oben vor allem und hier unten bei Okinski. Da haben wir einen Luftangriff gefahren. Das war der mit keine Verluste. Kann stimmen, muss aber nicht sein. Ja, okay, sie zieht tatsächlich Richtung Norden hier unten. Norden und Westen. Da bin ich gespannt. Eventuell haben wir die Einheit jetzt hier auch schon in einem Kessel. Einem kleinen. Hier oben bewegt sich allerdings nicht wirklich viel.
scheint, wenn dann, ein Schwerpunkt hier unten bei Mukoviko zu bilden. Indifferentes Lagebild hier. Schauen wir doch mal, was in dem Sektor passiert. So, da kam sowjetischer Angriff. 19 Mann und ein Fahrzeug verloren, während er lediglich ein Fahrzeug verloren hat. Dafür haben wir die Stellung halten können. War offensichtlich nur ein eher halbherziger Versuch. Zweiter Angriff hier unten auf unser motorisiertes Infanteriebataillon plus die Artillerie hier. Wir haben 20 Mann verloren, er ist 37, also eher ein Unentschieden. Da ist nicht wirklich viel passiert, Gott sei Dank. Oh, der Angriff war aber bitter hier. 111 Mann hat er verloren und 10 Mann wir bloß. Aber die Einheiten haben hier alle keinen Nachschub mehr. Tatsächlich, wir sind jetzt hier im Kessel. Ja. Da hat er mich jetzt vom Nachschub abgeschnitten. Interessant. Es ist und bleibt interessant. Schauen wir mal. Was passiert hier unten? Vor allem interessant hier drüben die 16. Panzerdivision, die vom Nachschub abgeschnitten ist. Wir haben halten können, 10 Mann verloren. Da werden wir uns jetzt auch zurückziehen. Die Sowjets sind jetzt hier ganz schön am Drücken. Hier gab es einen Ambush. 10 Mann verloren. Und ein Bewegungsgefecht. Unsere Aufklärungseinheit angegriffen. 2 Geschütze zerstört von 22 bei den Sowjets. Und da unten ebenfalls ein Angriff. Hoffentlich ist da nicht viel passiert. Gott sei Dank, wir haben nur ein Fahrzeug verloren. Ich gehe mal davon aus, dass uns der Einsatz der Nebelwerferkarte hier doch genutzt hat. Und bei der Brigade sind noch 37 Fahrzeuge jetzt noch übrig. Ich hoffe, dass ich hier... Ja, Nachschub ist wieder hergestellt. Gott sei Dank. Wir sehen es hier in den gelben Punkten rechts. Da ist der Nachschub hergestellt. Hier drüben ist unterbrochen. Oh, gemischtes Ergebnis hier. Schauen wir weiter im Osten noch, was hier bei der 44. Infanteriedivision noch passiert. Beziehungsweise hier oben. 6 Fahrzeuge hier durch unsere schwere Artillerie. Das ist gut. Fast ein Zehntel seiner Einheiten dort. Da war ein Angriff, haben wir die vernichtet, oder? Genau, die 1. Panzerbrigade und das Korps-Hauptquartier hier sind zerstört. Das ist auf alle Fälle schon mal das Positivste jetzt hier mit an der Runde. Ja, ich muss hier unten dringend mal aufklären, hier in diesem Bereich hier unten, was hier eigentlich los ist. Gut. Also nächste Runde sage ich auf alle Fälle nicht, dass es wird wieder schnell gehen. Denn mir schwant, ich muss nächste Runde einige Änderungen vornehmen. Ja, schauen wir uns gleich die Versorgung nochmal an. Wie es aussieht für die nächste Runde, ob ich geschockt sein muss. Mittelmäßig geschockt. Ihr seht schon, die Verbindung langsam hier vorne in dem Bereich wird immer schlechter. Es sind mittlerweile doch einige Einheiten bloß auf Extended Supply, also über überdehnte Nachschublinien. Und wir haben hier auch wieder... einige Einheiten, die raus sind aus dem Nachschub. Allerdings zum Glück hier die 16. Panzerdivision ist zumindest wieder in im Extended Supply. Gemischte Runde. Sorgen müssen wir uns trotzdem keine machen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Runde wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch. Servus.